Aber wir sind doch gar keine Freunde, Johnny. Du bist gut veranlagt, aber das hat nicht mit Bodybuilding zu tun. 20 Sätze Bizeps, 20 Sätze Trizeps. Weiches Liebe, Alter. Oh. Ich will dies nicht, ich will das nicht, aber ich will große Muskeln haben. Und das hat ja nicht offensichtlich nicht funktioniert bis jetzt. Ich hab einfach Bock, mir voll in die Fresse zu hauen. Darf ich dir einen Riegel anbieten? Ich hab nämlich keine mehr zu Hause. Ich war hier, ich shoppen. Nee, danke, später vielleicht. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen YouTube-Video an dieser Stelle. Also, ich hab meiner Meinung nach zu kleine Arme im Verhältnis zu meinem Oberkörper gesehen, ne? Hier. Also, du bist ja auch auf Diät. Egal, das wird sich ja bald ändern. Hab schon einen Teil von meinem Blut. Bildern gesehen, Leute. Ich glaube, Natrium war ziemlich im Arsch. Keiner warum Natrium, das war noch nie so, aber der Rest, der kommt noch zu mir nach Hause. Und dann kommt ihr vielleicht zu mir nach Hause. Machen wir eine Auswertung mit Johannes zusammen bei mir zu Hause. Now we can go to the gym. Up to the fuck one. And hit the biceps and triceps. Sieht scheiße aus, ne? Ich muss ein bisschen näher ran, weil es so klein ist. Wenn ihr das Video seht, dann läuft jetzt eine Vitaminaktion. Da könnt ihr maximal sparen mit Code Johnny Code A, ihr wisst Bescheid. Und zwar 20% auf alle Subs. Und es kommt ein Sub zurück. Das ist Meta Pro, aber das nennen wir jetzt Diet Support Pro. Auf jeden Fall gönn das Ding. Das ist richtig geil für die Diät. Weil ich dann vor dem Training, noch nicht jetzt, aber vor dem Training, dann mache ich ganz kurz Laufbahn zum Aufwärmen und dann schaut er mir ein richtig fettes Training und dann geht's richtig ab. Fit One Schöneberg, mach mal den Lift hin, Alter. Doktor. Ich bin gerade ein Doktor. Ich bin Dr. Johnny Arndt und Sie machen gerade ein Erklärungsvideo. Achtung, pass auf deine Eier auf, wir müssen raus. Hi, Heiko, hier ist der Johnny. Hi, Johnny Münster. Der, Dein Ernst, okay? Hi. Johnny Münster. Ich möchte dickere Arme haben und ich dachte mir, ich rufe mal so einen richtigen IFBB Pro Oldschool Bodybuilder an, weil... Ich möchte auch gerne Rakete fliegen können zum Mond. Ja, ich versuche halt das Bestmögliche zu machen. Immer. Seit wann? Ja, schon immer. Also, aber... Das ist aber nicht der Johnny, der mal bei mir im Team war, oder? Heiko, wie gesagt, ich möchte dicke Arme haben. Ja. Bodybuilding ist wie ein Wunschkonzert, Alter. Aber ich bin doch richtiger Bodybuilder, du. Was bist du? Richtiger Bodybuilder bin ich. Ich möchte dich mal fragen, so nach einem coolen Plan, wo ich halt meine Arme schön ballern kann. Also, wo ich richtig Spaß habe, so. Oder halt, nicht jetzt, dass ich nicht mehr laufen kann, weißt du, auf meinen Händen nicht mehr, weißt du, so. Ach so, so wie man einen Freund nach einem guten Rat fragt. Genau, richtig. Aber wir sind doch gar keine Freunde, Johnny. Heiko, doch, weißt du nicht mehr, weißt du nicht mehr. Ja, jetzt, wo du es sagst. Jetzt erinnere ich mich dran, da war ja was. Du hast ja, ich hab dir damals schon gesagt, bringst ja eine bestimmte Genetik mit. Du bist halt nur halt bei den Knuckle Dice gelandet und hast jetzt viel für die Kamera gemacht. Aber ich habe jetzt mitbekommen, dass du jetzt tatsächlich irgendwas mit Muskeln machen willst. Weil bisher war ja eigentlich nur Urlaub gewesen so. Ja, ich möchte... Du bist kräftig, du bist gut veranlagt, aber das hat nichts mit Bodybuilding zu tun. Wenn du da jetzt gerne Rat haben möchtest, dann würde ich dir empfehlen, tatsächlich 20 Sätze Bizeps, 20 Sätze Trizeps in einem Armworkout zu machen. Ich würde es jetzt nicht aufsplitten, an eine andere Muskelgruppe mit dranhängen. Ich würde tatsächlich einen Armtag machen und dann sollte das Ding auch wachsen bei dir. Mach 4 verschiedene Übungen Bizeps, 4 verschiedene Übungen Trizeps und oder 5. Frei oder geführt? Sowohl als auch. Also ich würd mit den Grundübungen anfangen und dann würde ich auch mal geführt in Squat Curl oder irgendwelche Sachen machen. Dass du dann von vielen Wiederholungen, wirklich vielen Wiederholungen, bis auf sehr wenig runtergehst. Also mit sehr wenig meine ich tatsächlich dann 3-4 Wiederholungen und dann lieber das Gewicht wechseln, sodass du dann im Satz trotzdem auf deine Wiederholung kommst. Ich glaube, ich habe die Genetik von so einem Oldschool Arnold Schwarzenegger Bodybuilder. Na, habe ich dir ja damals schon gesagt. Bloß, dass man den halt modifizieren könnte in deinem Fall. Ne? Aber da hast du auf Mädchen gemacht. Aber ich will das Prinzessinnenprogramm fahren. Ich will keinen Stoff nehmen. Ich will dies nicht, ich will das nicht. Aber ich will große Muskeln haben. Das hat ja nicht offensichtlich nicht funktioniert bis jetzt. Deswegen finde ich ja gut, lieber später als nie, dass du da so einen kleinen Sinneswandel vollziehst. So, wenn ich das richtig verstanden habe, willst du ja jetzt nicht mehr nettig sein. Ich würde auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich würde auch moderat anfangen an deiner Stelle. Gucken, wie der Körper reagiert, wenn er jung
jungfräulich ist, was das angeht, wird er definitiv reagieren. Und die guten Sachen oder die schweren Geschütze, die hebt man sich dann immer für die letzte Schlacht auf, also nach hinten raus und dann einfach mal gucken, was passiert. Ja gut, dann würde ich mal sagen, ich baller das Training. Ich werde dir dann schreiben oder dich gegebenenfalls mal anrufen, wie das halt war. Wir hören und sehen uns. Okay, viel Spaß. Danke. Amen. Tschö. 10 Sätze pro Muskelgruppe. 20, er hat 20 gesagt, nicht 10. The Moon. Oh yeah. Ein Scoop, Crank Pump Pro. Oh yeah. Wir starten isoliert mit Kabelrücken für den Trizeps. Ganz smooth, geschmeidig. So, wird langsam warm. Ich glaube, wir machen ein bisschen schwerer. Und 25, Alter. Ah, 25 Wiederholungen gerade gemacht, 20 Kilo. Er hat gesagt, er ist isoliert. Er hat aber noch nicht gesagt, wie viele Sätze ich da machen soll. Also, wie viele Wiederholungen ich machen soll. Ne? Also, er hat gesagt, er ist schon mit Pyramidensystem. Das heißt, wir haben zuerst mal leichter, leichteres Gewicht, mehr Wiederholungen. Dann machen wir es schwerer, weniger Wiederholungen, wieder schwerer, weniger. Er hat gesagt, 3 bis 4 Wiederholungen. Das war jetzt offiziell der erste Satz. Alter, 42,5. Haben gerade 20 Wiederholungen gemacht. Das heißt, jetzt das Pyramidensystem würde jetzt eigentlich heißen 15, dann 10 und dann gehen wir vielleicht auf 8 und dann 4 bis 6. Gut, das war jetzt 10 Minuten. Leute, 50 Kilo. Ich hoffe, ich schaffe 8 Reps. Das waren die 2 extra Wiederholungen. Der letzte Satz kommt. Machen wir 6 bis 8 oder machen wir 4 bis 6? Oder machen wir 4 bis 8? Also 6. Das ist auch falsch, Alter. Das war gerade falsch. Das war gerade falsch, aber er hat gesagt, ich kann auch Reduktionssätze machen. Also reduzieren wir. Und richtig. 8. Oh. Kampf mach ich, Kevin Wolf. Ussala. Ussala. Oh, shit. 2. 3. Gleichgewicht oder machen wir. Okay, sie haben keine 90 Kilo. Wir machen das Gleichgewicht. Sonst mache ich das nur noch falsch. 4. Ja, Mann. Reine mit 6, 8, scheiße. Okay, 11. Oh. So führst du alles so einfach aus, ja? So führst du die Hand. Warum einfach? Ich weiß auch nicht, warum ich bei dir alles einfach aus. Wie gesagt, ich bin zu brutal für das Reifen. Pass auf. Hast du gesehen? 2. Weiches Liebe, Alter. Oh. Hi, Baby, komm zu Dubai. Okay, ich habe den Sitz jetzt höher gestellt, weil je tiefer du gehst, desto mehr, vom Sitz her, desto mehr Stretch hast du. Wir wollen wenig Stretch haben auf die Brust, deshalb nur Armstretch, so gesagt nur anwinkeln und rausdrücken. Das praktiziere ich. Jetzt kommen die letzte Übung, Leute, und zwar Skull Crusher mit der Langhantel bei der Flachbank. Ist, glaube ich, eigentlich die falsche Reihenfolge, weil das ist eine recht schwere Übung. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil nehmen auch weniger Gewicht. Auch gut für die Gelenke. Jetzt pump. Es sind 10 Kilo jetzt pro Seite drauf. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich überlege mir gerade sogar Kopfhörer reinzumachen, wenn du das Training durchzuballern, statt so viel zu labern. Was meinst du? Wäre vielleicht für einen Übung gar nicht so schlimm. Für Beats machen wir das dann, oder? Einfach ballern. So, mal das Kopfhörer rein, weil ich kann mich auch besser fokussieren, weil ich bin hier ein bisschen dazu verleitet, fast zu lachen. René weiß warum. Das ist so leicht. Noch mehr Gewicht. Oh, Scheiße.
Scheiße. Okay. Ja. Mir macht das Training schon per se schon Spaß. Es ist anstrengend, aber ich merke halt nur, dass ich irgendwie so meine Gliedmaßen, sag ich mal, irgendwie so trainiere. Also, das mache ich natürlich auch, aber ich mache normalerweise zweimal pro Woche, zwei, maximal drei Übungen, drei bis vier Sätze maximal. Hab halt doch richtig Spaß beim Training, sag ich mal. Wenn die Arme komplett taub sind und musst halt weitermachen, ist halt find ich persönlich jetzt doof. Und vor allem, ich habe jetzt nur eine Muskelgruppe gemacht. Keine Ahnung, eine Stunde lang trainieren wir jetzt schon Trizeps. 20 Sätze. Okay, nicht eine Stunde, aber drei Viertel. Das ist anstrengend. Also, ich finde, es macht mehr Spaß, wenn du das aufsplitten kannst. Da kannst du vollen Fokus in diese drei, vier Sätze, zwei, drei Übungen reinmachen. 20 Sätze ist mal machen am Ende vom Tag. Ne? Du bist hässlich, du mieses, unbedeutendes Stück Dreck. Das Gefühl kennt ihr das nicht? Vor allem bei Bodybuildern so. Und jetzt gehe ich. Also, geil. Ja. Oder willst du noch was sagen? So, wenn ich im Spiegel anschaue, so, ja. Machst du halt das nächste Mal besser. Wenn es körperlich dir nicht gefällt, machst du halt das nächste Mal besser. Ich bin einfach mit dem Inhalt nicht zufrieden. Mit dem Innen? Wenn ich schon hier sehe, wie wenig Lebensenergie da drin ist, dann habe ich einfach Bock, mir voll in die Fresse zu hauen. Peace out. Ah. Nein, richtig laut. Überwind dich jetzt. Ah. Du einmal? Ja, also es geht um Mehrwert auf jeden Fall bei TikTok. Es geht auf jeden Fall um Mehrwert bei TikTok. Also so viel Dopamin in so viel kurzer Zeit wie möglich, denke ich. Ja. Darum geht es. Wie gesagt, Training mit Heiko, Abendtraining, meine Arme sind zu dünn. Wo ist Heiko Kaiwa? Zu Hause. Aber der muss ja doch hier sein. Nee, telefonisch. Scheiße, soll der Arsch hier hin? Nächste Video. Nee, das lässt du jetzt. Dann mach lieber mit uns jetzt mit. Ballern. Lass mal bitte. 20 Sätze Bizeps innerhalb der kürzesten Zeit. Wir sind schon seit gefühlt 5 Stunden hier. Nicht gefühlt? Wir sind okay, wir sind seit 5 Stunden hier. Und wir haben halt gefühlt nichts gemacht, außer einen TikTok-Rand jetzt hier trainiert. Deshalb, Leute, werde ich jetzt meine nächste Sache machen, und zwar Training einfach durchfetzen, und dann sehen wir uns draußen wieder vom Gym. Leute, hier war gerade ein junger Schüler, sag ich mal, es war ein Schüler auf jeden Fall, und der war sehr, sehr nett, also sehr, sehr freundlich. Hatte, glaube ich, noch nie so eine ehrliche Begegnung, wo man sieht so, ja, okay, er sagt nicht so, ja, ich mag deine Videos, sondern ihm kamen auf jeden Fall die Tränen so, und ich fand es halt echt cool, also nicht so, hey, cool, du weinst, nee, sondern ich fand es halt so sehr inspirierend, sag ich mal, wirklich, also das fand ich, gerade das war wirklich für mich ein sehr schöner Moment, wirklich. Dann habe ich noch so eine unterschrieben, hat Johnny Münster und drauf geschrieben. Auf jeden Fall liebe Grüße, falls du das siehst, freue mich auf jeden Fall. Keep coming, keep coming. Wenn du das siehst, schick mir gerne ein Foto, unser Foto, dann kann ich mal die Story überlassen. Abendtraining hat Spaß gemacht, war stabil, Leute, also wirklich. Das ist so, wie Markus Röhl gesagt hat, wenn du die Schulter trainierst und deine Arme nicht abfallen, dann machst du was falsch. Meine Arme fallen gerade volle Kanne von Abendtraining ab. Nicht meine Schulter, aber meine Arme. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht. War ein geiles Training. Hab jetzt gerade hier, wie man sieht, jetzt gerade eben Riegel gegönnt. Wir fahren jetzt zum Alexanderplatz, holen uns da was zu essen. Wir haben noch ein Video dort. Wir sehen uns da. Vegane Asiate, sagst du. Alter, was schon das nicht mein Fall ist, ne? Das ist wie leicht und richtig zu trainieren. Oder wie Heiko sagt, was ich gemacht habe, mit angezogener Handbremse das Leben durchführen. Hat er so gesagt. Jetzt suchen wir gerade eben wirklich auch, wo wir essen gehen können. Wir müssen hier auch weg, weil du eigentlich ununterbrochen angesprochen wirst. Ist schon wild. Hinter dir stehen jetzt hier gerade zwei. Stehen schon wieder welche? Ja, ja. Ich fühle mich wie Messi. Nur nicht so fame. Schon. Aber ich bin the GOAT. Willkommen beim Asia-Gummi. Wir gönnen uns jetzt einmal Bowl 1 und 2. Ich nehme 2, René, der Kameramann nimmt 1. Du darfst meinen Namen mittlerweile sagen. René nimmt 1, ich darf 2. Krass. Meine lieben Freunde der Natur. Hier einmal Chicken Reis. Also wirklich clean, ohne Spaß. Das ist ein bisschen Fett vielleicht im Gemüse und Co. Aber Reis ist gekocht. Es ist super. Und René, probiert's erst mal. So. Put the fucking camera away, now we have to drive. Come on. Chris Johnny Otto, what are you doing here? I want to kill the craft with this now, come on. It don't drive. Yeah, okay, we drive, but you can't kill the craft for this. Yes, yes, yes. Come on.